Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So, wir haben hier im letzten Part noch einen, wenn es mal aufhören würde zu lecken, hier eine kleine Umfahrung gemacht. Die Ampel haben wir nicht selber gemacht, okay. Die jetzt einfach hier anschließt, um hier ein bisschen den Weg zu entlasten. Es biegen jetzt auch viel mehr Leute hier ab, weil sie hier auf die Autobahn gleich auffahren können, statt sich da durchzuquälen. Das sollte hier ziemlich die Last von der Straße nehmen. Und wenn das so ist, hätte man sich hier eine zweite Spur vielleicht sogar sparen können. Naja, aber ist halt jetzt so. Dann können wir hier erst einmal auch was aufbauen. Mein Gott, da stehen immer viele Busse. Sightseeing-Busse, so viele, das ist ja irre. Warum sind so viele Busse oft unterwegs? Auch hier hat sich der Stau aufgelöst und hier läuft es eben auch besser, weil wir hier die Abfahrt haben. Es wird natürlich hier vielleicht ein bisschen mehr Verkehr dann werden, was ich hier mehr tummeln. Aber es wird schon gehen. Okay. Funktioniert auch ohne, dass hier großartig ein Rückstau entsteht. Boah, da ist viel los auf der Straße immer. Okay, das haut auch momentan hin. Nur hier staut es halt immer, ne? Da lässt sich halt nichts machen. Oh, die Abfahrt hier wird benutzt. Oh, okay, gut, das ist nicht so arg der Rückstau. Aber es ist ein bisschen. Ja, ein bisschen Stau ist immer da, aufgrund der Ampel. Aber dass sich das hier einfach nie auflöst. Können teilweise nicht richtig abbiegen. Okay, weil die hier eher hin wollen. Gut, auf die anderen Spuren. What the fuck war das jetzt? Ich weiß nicht, ob das gerade aufgenommen wurde oder nicht. Kommt einfach auf einmal ein Bild vom Epic Games Store einfach rein. What the heck? Hat er einfach ist abgestürzt und neu gestartet oder wie? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, maybe. So dahingehend um. Weil die hier eh auch schon die Spur fürs Rechts abbiegen haben. Schauen wir mal, ob das nicht so vielleicht schlauer ist. Für diesen Anwendungsfall halt. Weil es eben auch nach rechts geht, damit die Spur nicht belastet ist. Mal schauen, ob es
sich jetzt mehr auf die Mittelspur trauen. Cybertruck. In Farbe sogar. Ja, gleich zwei. Okay, es wird zumindest schon mal verwendet, die Spur, wenn auch noch nicht so viel, wie ich eigentlich erhofft hatte. Die biegen hier alle ab. Von hier und biegen dann einfach nur hier ab. Wo könnten wir diesen Verkehr einschleusen? Das ist alles ein. Sollte eigentlich ein ruhigeres Wohngebiet sein, leider. Verdammt. Wie können wir die vernünftig anbinden? Weiterfahren lassen. Probieren wir mal was aus. Hier geht's nur in die Richtung. Hier geht's nur in die Richtung. Hier geht's wieder nur so. Hier geht's wieder so, hier geht's wieder raus. Mal sehen, ob das was bringt. Könnte durchaus was bringen, wenn jetzt hier mehr Leute durchfahren werden. Weil die, was hier eigentlich da abbiegen wollten, wenn jetzt dann hier reinfahren. Das heißt, wir müssen hier die Spurführung wieder erneuern. So, du bist jetzt hier zum Abbiegen. Du bist wieder hier zum Abbiegen. Du nicht. Okay. Mal sehen. So, jetzt haben wir hier drei Spuren, die nur geradeaus gehen. Mal sehen, wie sich das jetzt auf den Verkehr auswirkt. Das hier vielleicht nur zur Abbiegespur jetzt. Und die geht dafür geradeaus weiter. Mal schauen, wie das wird. Vielleicht haut das besser hin. Und wir werden jetzt natürlich auch deutlich mehr auf die mittlere Spur müssen, weil sie hier nur noch abbiegen können und sonst nirgends mehr hinkommen. Mein Gott, diese Einsatzfahrzeuge nerven. So, alle, die jetzt von hier kommen, müssen jetzt ganz woanders hinfahren. Vielleicht haben wir jetzt das Problem gelöst. Ich hoffe es. Hatten wir hier nicht mal eine selbstgebaute Ampel? So viele Straßenbahnen einfach. Der Stau ist aber immer noch hier. Daran hat sich noch nichts geändert. Nur, dass sie halt jetzt hier reinfahren. Was sollte hier drin dafür weniger stauen?
Täusche ich mich oder wird der Stau gerade weniger? Das Problem ist, wenn wir hier eine Ampel einbauen, dann müsste diese Ampel auch mit der hier gemeinsam funktionieren, weil sonst bringt das nicht viel. Immer noch den Rückstau, weil man hier nicht weiterkommt. Ja, da habt ihr wieder eure Allee. Bisschen besser geworden wieder. Ja, viel besser ist das, wir haben es einfach nicht mehr hinkriegen dann. Irgendwo wird halt dann Schluss sein. Oh Mann, die Kreuzung hier. Ist auch ein Krampf immer. Junge, was ist denn hier los? Warum ist hier auf einmal so viel Stau wieder? Weil es hier staut. Leute, ordnet euch halt rechtzeitig ein. So, Pech, hier ist kein Spurwechsel mehr gestattet. All die Möglichkeiten, überall hinzufahren. Schon besser. Wow, das ist viel los jetzt, oh Gott. Entscheidet euch vor hier, wohin ihr wollt. Komm, werd grün, werd grün, werd grün. Camaro. Ja, wird schon gehen. Warum ist hier auf einmal so viel Verkehr? Wo kommen die alle her auf einmal? Nee, wir lassen es so, wie es ist. Das passt schon. Das passt schon. Wir könnten nochmal irgendwo eine Universität hinpflanzen oder so. Hey, wir sind ja Stufe 2. Waren wir schon die ganze Zeit eigentlich? Ah, ich glaube schon. Oder doch, ja, diesen Park haben wir hier schon. Oh, Anarchie ist noch eingeschalten.
doch, das hatten wir schon. Universität gäbe es noch. Komisch, die Universitäten funktionieren hier irgendwie überhaupt nicht. Keiner will daher. Lärmbelästigung. Welche Lärmbelästigung? Die beschweren sich auch nicht. Die sind noch näher dran. Okay, die Staus hier haben sich jetzt aufgelöst, weil viele eben hier rüber jetzt fahren über den Bypass. Das heißt, das hat sich ja schon mal ordentlich gelohnt. Aufgebaut, okay. Junge, da fahren aber viele Autos. Nimm das endlich. Du bist nur zum Umdrehen, du kannst hier weiterfahren, du kannst hier weiterfahren. Ölpumpen. Auch die werden schon wieder leer. Okay, der mittlere ist leer. Wir nähern uns der letzten Stufe. Mann. Instandhaltungsgebäude. Was macht das denn? Speichereffizienz. Aha, ja, okay. Von mir aus. Ach, wir haben zu wenig Arbeiter, deswegen noch. Können wir noch Fabriken dazu bauen. Königserdöl. Und da haben wir es auch schon.
Offshore-Bohrinsel. Nafta-Cracking-Kraftwerk. Plastik, okay, die machen Plastik. Und eine neue einzigartige Fabrik. Haben wir bekommen irgendeine? Autofabrik, okay. Autofabrik braucht Fleisch, okay, für Leder vielleicht. Lebensmittel. Sneakerfabrik, das war die. Ja, die haben wir. Die können wir noch nicht machen. Schiffswerft. Da brauchen wir jetzt nämlich Holz dann. Gut, Freunde, aber das war es auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.